Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Italian Secrets bei dNews24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier. Vielen Dank, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Frau Heselmeier, Sie schicken mir immer kurz vor der Sendung eine Idee, worüber wir sprechen wollen. Ja. Und ich gebe zu, auch wenn man das heute gar nicht mehr sagen darf, dass ich aber insofern ein typischer Mann bin, als ich gerne irgendwelche Jubiläen oder Geburtstage oder so vergesse. Haben wir denn heute ein Jubiläum? Ist es heute die 10., 50., 100. Sendung oder senden wir seit einem Jahr, weil Sie wollen heute einen Rückblick starten? Naja, den Rückblick, den hatten wir auch schon im letzten Jahr. Also wir dürften schon an die 100 Sendungen, also demnächst sollten es wohl mal so 100 sein, denke ich. Wir haben letztes Jahr im Ende Februar, Anfang März begonnen. Und da das Jahr 52 Wochen hat, wir dann auch jede Woche fleißig dabei waren, sollten wir in Kürze dann die 100. haben, aber aktuell noch nicht. Also kein Dann Jubiläum. haben wir in Kürze was zu feiern. Genau. Da werde ich dann aber noch mal genau die Statistik befragen, wann es dann soweit sein wird. Nein, ich habe mir gedacht, wir hatten jetzt ja 5 Episoden mit den Herbsttipps für Italien, wo man also im Herbst noch sehr, sehr gut Urlaub machen kann, ein paar Tage noch mal ausspannen kann, wo dann auch das Wetter trotz allem noch einigermaßen gut ist, wo man vielleicht sogar auch tatsächlich im Oktober noch ins Wasser gehen kann. Ja, und jetzt ist irgendwie so ein bisschen Leerlauf mit diesen Tipps, sind wir fertig. Aber wir sind ja auch noch nicht so richtig in der Vorweihnachtszeit mit der tollen Atmosphäre angekommen. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen doch schon mal so einen kleinen Rückblick diese und nächste Woche. Und in 2 Wochen geht es dann schon mal so Richtung Weihnachten. Und dann gucken wir mal, was uns Weihnachten so alles bietet. Also Vorfreude und Weihnachten, wenn hier schon im August die ersten Stollen, Christstollen in den Supermärkten liegen, dann ist es irgendwie, finde ich, hat das mit Weihnachten nichts zu tun, sondern nur noch mit dicker Plauze, mit Zunehmen. Also das ist dann einfach irgendwie ein schönes Weihnachten. Dann muss es für mich kalt sein, vielleicht sogar ein bisschen Schnee, ein bisschen Besinnlichkeit. Ich habe jetzt gelesen, dass in Deutschland die Weihnachtsmärkte keine englischen, amerikanischen Weihnachtslieder mehr spielen, weil die GEMA dafür zu viel Geld verlangt. Deswegen weichen die auf alte deutsche Weihnachtslieder aus, die GEMA-frei sind nach 70 Jahren. Aha. So, wenn die Komponisten tot sind, dann kostet das wohl weniger oder gar nichts mehr bei der GEMA. Und jetzt ertönt also nicht mehr Merry Christmas, sondern O du Schöne und was es sonst so an schönen Weihnachtslieder gibt. Klingglöckchen. Ja, finde ich nicht ganz verkehrt, offen gestanden. Nö, warum sollen wir uns auch von unserem deutschen Liedgut entfernen? Stimmt. Aber wir sind ja mit Ihnen, Frau Heselmeier, bei Italian Secrets, also in Italien. Und da ist der Rückblick. Was hat Ihnen denn bei der Vorbereitung auf die Sendung in den letzten Monaten am meisten Freude gemacht? Wo haben Sie gesagt, Mensch, das finde ich jetzt so toll, da würde ich jetzt am liebsten sofort Koffer packen und rein in den Flieger, rein ins Auto, rein in die Bahn? Naja, es gibt ja so 3, 4 Regionen, die stehen bei mir so an allererster Stelle und die anderen, die stehen dann so an zweiter Stelle. Also zwei von den vier Regionen weiß ich schon im Schlaf. Ach Drei ja? Regionen, also Sardinien, Sizilien und Gardasee. Da sind sie ziemlich gut, ja. Und die vierte? Die vierte, da schwanke ich immer so ein bisschen. Also ich liebe auch die Marke, Le Marche total. Aber auch Abruzzo ist eine ganz, ganz tolle Region mit super schönen Produkten und ja, überall halt tolle Menschen, die ich da kennengelernt habe. Und natürlich die Maremma, der südliche Teil der Toskana, auch sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Gerade mit den 3 Dörfern, Pitigliano, Sorano und Suvana. Tuffstein, Etruskerdörfer, also das ist, ich kann mich da irgendwie immer nicht so entscheiden. Das möge man mir nachsehen. Ich würde gerne noch eine Gegend dazu nennen, Ligurien.
Also Cinque Terre, Cinque Ja, Terre. Cinque Terre auf jeden Fall. Da waren wir ja auch schon. Da waren wir auch schon, ja. Aber ja, ist wunderschön, ist traumhaft. Aber das hat mich jetzt noch nicht so in seinen Bann gezogen wie jetzt andere Regionen. Na, Vielleicht wo? habe ich da noch nicht die richtigen Menschen kennengelernt, ich weiß es nicht. Müsste ich nächstes Jahr mal testen. Und welches Gericht hat Ihnen am meisten Appetit bereitet? Sie geben ja immer jede Woche ein Rezept der Woche, Ja. freundlicherweise für alle die, die uns sehen und hören. Welches Rezept hat Ihnen da sozusagen, kam Ihnen aus dem Herzen, nicht nur aus dem Bauchgefühl, sondern auch aus dem Herzen? Also eigentlich bin ich ja eher so eine, man darf es heute fast gar nicht mehr sagen, eine fleischfressende Pflanze. Ich esse also für mein Leben gerne Fleisch. Aber die meisten Rezepte, die wir so hatten, die waren ja eher vegetarisch. Das waren ganz, ganz viele Sachen mit Reis, mit Pasta und natürlich Gemüse. Aber das Rezept, das ich für heute rausgesucht habe, das entspricht absolut meinem Herzen. Wobei ich da auch schon wieder sagen muss, diese Kartoffeln in ganz dünne Scheiben geschnitten und dann kross gebraten, die brauchen ja dann wirklich nicht lange, wenn die ganz dünn geschnitten sind. Also das ist ein Gedicht. Und vor dem Hähnchen brauche ich dann nur noch die Haut, die schöne knusprige. Mehr brauche ich dann nicht. Wo wohnt denn die Bäuerin, die dieses Gericht mal kreiert hat? Das kommt, soweit ich weiß, aus der Toskana, aus der Maremma. Okay. Also wenn ich mir was wünschen dürfte für die nächsten 50 Folgen, die dann vor uns liegen, nachdem wir dann die 100. erreicht haben, ich würde gerne noch mal ins Veneto gehen. Ich Ja. würde gerne nochmal die kleinen Inseln ein bisschen beleuchten, also nicht nur Sizilien und Sardinien, wunderschön, aber es gibt ja noch viele kleine Inseln. Ja, Lipari zum Beispiel, die Ionischen Inseln, Ja. Stromboli. Und dann, weil ich da noch nie war, südlich von Rom bin ich noch nie gewesen, einfach nochmal diesen Teil, also des Festlandes ein bisschen beleuchten, was es da so gibt. Da haben Ja. Sie erzählt, dass das noch nicht so touristisch erschlossen ist und noch ein bisschen wilder ist, ein bisschen einfacher ist, ein bisschen ursprünglicher, und das wäre eigentlich auch sehr schön. Absolut. Also Basilicata zum Beispiel, die liegt ja so im Spann des Stiefels. Also ist wirklich eine wunderschöne Region. Da kann man laufen, wandern, ganz, ganz viel Outdoor machen. Und ja, wie Sie gerade schon sagten, das ist noch relativ unerschlossen. Nur auf der anderen Seite, wenn wir das jetzt nächstes Jahr zwei oder dreimal in Folgen besprechen, dann ist es damit auch nicht mehr weit her, ne? Dann wird die Toskana ein bisschen leerer, dann können wir wieder in die Toskana fahren. Genau, dann fahren wir in die Toskana und die anderen, die können in die So ist Basilikata. es. Gut, und bis zum Jahresende werden wir dann noch ein bisschen auf die Adventszeit und Weihnachten eingehen und da schauen, was es. Ich glaube, wir hatten im letzten Jahr über Neapel gesprochen, wo es einen riesigen Weihnachtsmarkt gibt, aber es gibt ja bestimmt auch in Südtirol oder in Friaul, Weihnachtsmärkte vielleicht aber auch woanders oder Adventsgeschehen. Also da schauen wir dann ein bisschen rauf und dann zur Jahreswende werden wir mal gucken, was es so an Silvesteressen gibt und Silvesterbräuchen gibt, ob da auch wie wild geschossen und geknallt wird oder ob da Raclette zubereitet wird oder Kassler, so typische deutsche Gerichte oder Würstchen. Oder was die Italiener halt zu Silvester essen. Das finde ich dann auch ganz spannend. Ja, genau. Da kommen wir dann zu gegebener Zeit drauf. Da können wir uns dann auch schon mal freuen. Da gibt es dann auch wieder ganz tolle und leckere Sachen. Aber heute können wir uns erstmal auf dieses Pollo alla contadina freuen. Das Hähnchen nach Bäuerinnenart. Dazu gibt es aber keinen Glühwein, hoffe ich. Nee, natürlich nicht. Sondern Dazu machen wir einen
etwas leichteren Roten. Und zwar vom Gardasee. Wen wundert's? Den Riviera Garda Classico. Es gibt auf der Westseite vom Gardasee eine ganz, ganz klassische Geschichte. Besteht immer aus vier Trauben, die auch immer die gleichen sind. Das sind zwei Gardaseetrauben, Gruppello und Marzemino. Dann haben wir noch Barbera aus dem Piemont und Entschuldigung, Sangiovese aus der Toskana. Und diese vier machen immer diesen Garda Classico, einmal als Rotwein. Und dann haben wir ja auch den berühmten Chiaretto, den Rosé von der Westseite des Gardasees. Der wird auch genau aus diesen vier Trauben gewonnen. Also das ist so Westseite Garda Classico, kann man sagen. Okay. Wobei mich da schon wundert, dass aus dem Piemont und der Toskana Trauben dann an den Gardasee kommen. Das ist ja jetzt auch nicht um die Ecke. Ja, Also. die werden ja dort angebaut, aber sie sind Ach so. ursprünglich halt beheimatet Ah, okay. in der Toskana oder halt im Piemont. Das hatte ich dann falsch verstanden. Ich dachte, die wären da hingekarrt. Dann Nee, ist das die Angebot. kommen ursprünglich dort her und werden da dann auch angebaut. Okay. Ein leichter Rotwein. Na, ich hoffe, dass wir dann zum Weihnachtsmenü auch einen schweren Rotwein haben werden. Schauen wir mal. Da werden wir was ganz, ganz Tolles haben, ja. Okay. Frau Hesemeyer, dann ergehen wir uns jetzt erstmal in Vorfreude nach der Nachschau auf die Dinge, die wir gemacht haben und freuen uns auf das, was noch vor uns liegt. Zunächst mal, dann beim nächsten Mal nochmal eine Rückschau, dann ein bisschen Genau. Vorweihnachtszeit und dann gehen wir wieder in neue Gebiete. Und versuchen dort neue Regionen zu erschließen, neue Rezepte zu finden, neue Leute kennenzulernen. Genau. Ja, nächste Woche können wir dann noch mal richtig eintauchen. Heute war das ja mehr so allgemein gehalten und nächste Woche können wir dann noch mal über das eine oder andere Ziel, das wir so im Laufe des Jahres hatten, ein bisschen konkreter sprechen, tauchen dann da noch mal ein bisschen ein, um vielleicht auch ein bisschen Appetit schon auf das nächste Jahr, auf den nächsten Urlaub zu machen, den man ja auch bei Zeiten buchen sollte. So ist das. Und immer außerhalb der Saison, weil sonst ist es zu voll und zu teuer. Ja, da haben wir aber auch jetzt mal ein bisschen was anderes gelernt, dass es durchaus auch Ausnahmen gibt. Aber da können wir nächste Woche noch mal drüber sprechen. Das machen wir. Für heute danke ich Ihnen erstmal und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke, ich danke auch. Auch Ihnen ein schönes Wochenende. A Danke, bis presto. dann. Ciao, ciao. Ciao.